Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Stormgate Guide. In diesem Video möchte ich euch die grundlegende Steuerung und einige essentielle Tipps für Anfänger zeigen. Wenn ihr gerade erst in die Welt von Stormgate eintaucht, dann seid ihr hier genau richtig. Wir werden uns die wichtigsten Funktionen anschauen, damit ihr optimal ins Spiel starten könnt. Also lasst uns direkt loslegen. Und wenn euch das nicht genügt, dann habe ich noch weitere Videos hochgeladen, bei der ihr neuen Input bekommt. Grundlagen der Bewegung und Auswahl. Zuallererst schauen wir uns die Grundlagen der Steuerung an. Um Einheiten auszuwählen, klickt ihr einfach auf sie oder zieht mit der linken Maustaste einen Rahmen um die gewünschten Einheiten. Mit einem Rechtsklick bewegt ihr die Einheiten zu einem Zielpunkt. Ich empfehle euch immer, einen A-Klick, also einen Attack-Move zu machen, wenn ihr euch bewegt, damit eure Einheiten den Gegner automatisch angreifen, wenn dieser in Sichtweite ist. Wenn ihr mehrere Einheiten auf einmal auswählen wollt, haltet die Umschalttaste gedrückt und klickt auf jede Einheit, die ihr hinzufügen möchtet, oder zieht wieder den Rahmen. Um eine Gruppe von Einheiten zu erstellen, wählt ihr sie aus und drückt STRG plus eine Zahlentaste, zum Beispiel STRG plus 1. Ab jetzt könnt ihr die Gruppe jederzeit mit der entsprechenden Zahlentaste auswählen. Automatische Fähigkeiten und Upgrades. Viele Einheiten haben Fähigkeiten, die automatisch eingesetzt werden können. Ihr könnt diese Fähigkeiten aktivieren, indem ihr die Einheit auswählt und dann auf das Fähigkeitssymbol mit der rechten Maustaste klickt. Wenn die Fähigkeit aktiv ist, wird sie automatisch genutzt, sobald die Bedingungen erfüllt sind. Das ist besonders praktisch, um sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren, während eure Einheiten ihre Fähigkeiten selbstständig einsetzen. Gebäudeplatzierung ist wichtig. Die Platzierung von Gebäuden kann den Verlauf des Spiels beeinflussen. Wenn ihr ein Gebäude bauen wollt, wählt es aus und klickt dann auf die Karte, um es zu platzieren. Denkt daran, eure Basis so aufzubauen, dass sie gut verteidigt ist und eure Einheiten schnell zu benötigten Ressourcen oder Frontlinien gelangen können. Achtet auch darauf, dass ihr die Gebäude nicht zu eng aneinander baut, weil sonst die Einheiten falsch spawnen und stuck sind. Kamera-Hotkeys setzen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind Kamera-Hotkeys. Ihr könnt bestimmte Orte auf der Karte speichern, um schnell dorthin zurückzukehren. Dazu bewegt ihr die Kamera an die gewünschte Stelle und drückt die STRG und eine F-Taste, zum Beispiel STRG plus F2. Wenn ihr später F2 drückt, springt die Kamera sofort zu dieser Position. Das ist besonders hilfreich, um schnell zwischen eurer Basis und der Frontlinie hin und her zu wechseln. Einer der wichtigsten Aspekte von Stormgate während eures Spiels sind die sogenannten Creepcans. Davon gibt es viele verschiedene auf der Karte verteilt und jedes bringt andere Vorteile. Es gibt Gesundheitslager, welche eure Einheiten heilen, sogar einen passiven Heal geben. Dann gibt es Energielager, welche die Energie eurer Einheiten wiederherstellen. Es gibt Geschwindigkeitslager für einen Bewegungsgeschwindigkeitsboost. Ein Ressourcenlager, was etwas knackiger ist, aber wirklich verdammt viele Ressourcen gibt. Ein Luminite-Lager durch die Cleaver. Hier gibt es ebenfalls passives Einkommen. Therium-Lager gibt auch Therium passiv. Und ein Belagerungslager, welches einen Panzer spawnt, der euren Gegner unter Druck setzt. So, das war unser heutiger Guide für Stormgate-Anfänger. Ich hoffe, dass ich euch ein paar Tipps geben konnte zur Steuerung und dass die Erklärungen nicht zu kompliziert sind. Ich mache extra kurze Videos, damit ihr nicht overwhelmed an Informationen ist, denn ich weiß, wie das am Anfang im RTS ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal für mehr Inhalte rund um Stormgate, schreibt mir auch gerne eure Fragen und Wünsche für weitere Videos in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr auch live mit dabei sein wollt, kommt gerne auf Twitch vorbei, dort findet ihr mich auch unter dem Namen Just Zyriak. Ich bin raus, over and out.